zweiten Folge von A Story of a Farmer. Ich befinde mich wieder mal vor meinem Haus. Der Winter war sehr hart. Ich habe alles geräumt. Und jetzt ist es sogar schon Herbst. Nur es war so kalt, man konnte nichts ansehen. Ich war großteils eigentlich nur bei mir zu Hause. Und heute beginnen wir mit dem Ansehen, hätte ich gesagt. Wir haben den Fan die letzte Folge genommen. Wir nehmen jetzt den Glas Axion 930 Terra Track. Alles zu hell. So reicht das vollkommen. So. Das ist übrigens eine Direktsaatmaschine. Da müssen wir nicht grubbern. Was wir jetzt noch anpflanzen können, wären Sojabohnen. Halt, das wäre sehr knapp. Ich glaube, laut dem Wetterbericht wird es nur noch mehr um 2 Grad wärmer. Morgen ist es dann eigentlich schon viel kälter. Also Sojabohnen würden wahrscheinlich nicht mehr reif werden. Weizen wäre eigentlich noch das Vernünftigste. Da sind verdorrte Kartoffeln mal drin gewesen. Das ist natürlich nicht so toll. Umleuchten an. Klappen wir es einmal auf. So, senken wir es und jetzt würde ich mal sagen, mache ich das Feld in Zeitraffer und danach sehen wir uns wieder.
Ich habe jetzt das Feld fertig gesät mit Weizen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich zum nächsten Feld, weil normalerweise hätten wir ja schon ernten sollen. Aber ich glaube, so einen harten Winter wird es nimmer geben. In der nächsten Folge werden wir dann die Wiese hier mähen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so eine große Herausforderung, aber ich habe noch nie wirklich, also ehrlich gesagt, das ist so wirklich mein erstes Feld, was mir gehört und wo ich arbeite. Und das gleiche ist auch, oh, ich habe so eine Wiese, muss ich mir nicht anschauen. Und da ist man dann ganz nervös. Möchte das ganz toll machen. Im Winter wird es dann nochmal sehr kalt. Also da kann man, glaube ich, gar nichts machen. Auf dem Feld, da ist auch eigentlich nur Schnee angesagt. Ja. Also wir müssen jetzt noch den Herbst nutzen, dass wir hoffentlich noch mit dem, dass der Weizen noch auskeimt und dass wir ihn vielleicht noch Ende Herbst ernten können. Weil es ist ja jetzt eigentlich noch sehr warm, 11 Grad ist nicht normal eigentlich im Herbst. Deshalb wundert es mich ja noch umso mehr, warum der letzte Winter so stark war. Wirklich, jeden Tag minus 10 Grad, jede Nacht Schnee, du konntest nichts machen. Die Bauarbeiten für die Werkstatt sind nicht vorangegangen, weil es gab eigentlich glaube ich nur einen Tag, wo es nicht geschneit hat. Und wenn Schnee liegt, kann man da nichts bauen. Aber sie haben sich vorgenommen, dass die Werkstatt dafür umso schneller im nächsten Jahr bauen. Und auch zu einem bisschen billigeren Preis. Bis zur nächsten Folge werde ich auch, oder zu über, bis zur übernächsten werde ich die Bankprobleme lösen. Weil ihr seht ja, ich habe 3 Millionen am Konto. Das stimmt nicht. Es sind insgesamt ja ein bisschen mehr als wie 300.000 ungefähr, ehrlich gesagt. Aber das Problem löse ich noch. Und dazu werde ich auch, ich glaube, einen Traktor, der gehört nicht uns, den werde ich dann noch zurück zum Händler bringen, weil der war nur gemietet. Eigentlich sind da sehr viele Fahrzeuge nur gemietet. Aber das ist einer, der gekauft ist und der Fans. Und der Glaspanoramik. Also er ist im Panoramik-Style. Ich weiß nicht, welches Modell es ist. Ich merke mir diese Modelle sehr schlecht. Ich glaube, es ist so ein Glas Arion, na, Axion ist das. Und es war noch so ein mittlerer Axion, der mit Pflegebereifung, der ist nur gemietet und der John Deere Maishäcksler ist auch nur gemietet. Die werden wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen verschwinden, das kann ich leider nicht zeigen. Aber wir haben dann trotzdem noch genug Maschinen,
um locker durchzukommen. Eigentlich bräuchten wir ja nur eine, aber ich finde, mit einer Maschine ist es schon sehr, sehr langweilig. Und vielleicht kommt ja, brauchen wir ja mal einen Mitarbeiter wegen den Kühen und so, dann können wir ja das wahrscheinlich immer selbst bewirtschaften. Dann braucht man halt immer einen zweiten Traktor oder einen, der nur für Spezialsachen ist, ja. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, Minecraft Stadtleben, das erste Projekt und das erste Video, was auf meinem Kanal hochgekommen ist, da ist mein Computer abgestürzt und jetzt ist die Welt weg. Jetzt, ich bin gerade mit dabei mit drei anderen Freunden und auch dann, die im Projekt vorkommen, mit denen die Welt wieder neu aufzubauen. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das war, diese Gemeinde da zu bauen. Und jetzt muss ich die eigentlich fast genau gleich nachbauen und dann noch so viel schneiden. Und ja, wenn ich es noch schaffe mit dem Schneiden, kommt sogar ein Trailer. Und geplant ist, dass wir am 10.3. mit dem zweiten Video wieder loslegen. Und die zweite Folge kommt bitte nicht bei Tanzbär 2000, sondern eher noch immer bei mir. Ich sag's ich dann eh, welche Folge dann bei wem kommt am Ende der Videos. Da sind wir nämlich noch am Diskutieren. Wir sind eigentlich, haben derzeit nur im Kopf, diese Welt wieder herzurichten. Und jetzt haben wir so ein paar, ich habe ein paar Einzelspieler-Zwischenprojekte schon geplant. Noch schon ein bisschen vorbereitet. Die werden halt dann in den nächsten Wochen kommen und auch noch nach dem Stadtleben. Als Stadtleben wird mir sehr viel Zeitraum. Vor allem der Schnitt für die zweite Folge. Da habe ich mir schon so geile Bilder im Kopf gemacht. Ich glaube, dass ich das sogar so hinkriegen könnte. Also, es wird ein sehr anstrengendes Projekt und ich hoffe, dass es euch dann auch gefallen wird. Mir und meinen Kollegen, YouTube-Kollegen, macht es bis jetzt unheimlich viel Spaß damit zu machen. Ja. Geplant ist auch dann, dass täglich bei irgendeinem von uns drei ein Video hochkommt. Das Drehbuch habe ich auch schon fertig geschrieben, also eigentlich müssen wir jetzt nur noch mehr die Welt fertig bauen und schon ein paar Videos vorproduzieren, weil sonst schaffen wir das nicht mit dem täglich. Wir alle drei gehen noch zur Schule und die Schule ist derzeit so anstrengend. Und das zweite Semester steht vor der Tür und das ist ja immer, sagt man, noch kürzer, wegen dem vielen Feiertagen. Was ja eigentlich gut ist, die Feiertage. Aber wir haben alle auch noch Großeltern und so, die besuchen wir auch manchmal. Es ist es ist nicht so viel Zeit für YouTube. Und wenn man mal Zeit hat, muss man echt viel vorbereiten. Auch manchmal sehr viel Freizeit spenden. Oder viel zu viel. So. Eine Bahn haben wir noch. Und dann war's das auch schon mit der Folge. Die Folge wird wahrscheinlich zwischen Samstag und Sonntag hochkommen. Ich nehme sie gerade am Samstag auf. Vielleicht kriege ich sie noch fertig zum Schneiden. So. Da sehe ich noch ein paar Plätzchen, aber ich glaube, die mache ich dann nicht mit euch zusammen. Deshalb würde ich sagen, das war's. Mit der heutigen Folge von dieser Folge von A Story of a Farmer. Dieses Projekt wird richtig geil. Ich habe richtig Bock, das zu spielen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.